Hallo Leute, ja, wir sind hier aufgehört mit Winnen und ja, wollen wir da mal weitermachen, schauen, dass wir Winnen und einen weiteren Ort verbinden. Hier geht es ja wohl nach Giesenhorst. Giesenhorst haben wir schon erschlossen. Hier geht es nach Kleesten. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir Kleesten mit Winnen verbinden in dieser Folge, ne? Schaut mal das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. Ja, und Kleesten, dann gibt es hier noch Rühkamp, das ist auch noch nicht erschlossen. Und wenn wir Rühkamp haben, können wir noch hier weiter nach Schemmenhofen oder Hofen. Und ja, das fehlt uns dann alles noch. Gibt es von Schemmenhofen eine Verbindung wohin? Hier gibt es keine hin. Hier gibt es auch keine rüber. Okay. Ist wohl dann Endstation von Kleesten. Wo geht's hier noch hin? Zu Betrieben, da auch. Ja, und da geht es auch nach Betrieben, ne? Ja, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir vielleicht diese vier Orte verbinden, ne? Gut, hier haben wir ja schon Bushaltestellen. Dann sollten wir vielleicht mal Bushaltestellen in Kleesten aufstellen. Wohnhäuser sind hier. Ich glaube, wenn wir hier zwei Haltestellen machen, kommen wir gut mit hin, oder? Würde ich eine dahin machen und eine hierhin machen, dann ist der Ort bestimmt komplett abgedeckt. Und wenn wir schon bei Bushaltestellen sind, gehen wir gleich nach Rühkamp. Da kommen wir hier rein. Aber da ist nicht alles abgedeckt dann, ne? Ist hier die Straße schon durchgehend? Ja. Dann würde ich tendenziell erstmal hier so eine Bushaltestelle hinstellen. Na, warte mal, dann kriegen wir das hier vorne nicht mit. Aber ist egal, dann machen wir hier mal drei Haltestellen hin. Kommt von hier, fährt da. Dann kann er vielleicht hier lang fahren. Und die dritte Haltestelle kommt dann hier irgendwo hin. Ich glaube, dann haben wir alles. Und dann können wir noch nach Schemmerhof fahren. Machen wir mal hier eine hin. Hier eine hin. Und da eine hin. Hier so, ne? Dann haben wir die auch abgedeckt. So, dann müsste man eigentlich einen internen Bus fahren lassen und dann die Busse über die Orte verbinden, oder wie machen wir das? Was haben wir hier, ein Straßendepot oder ein Bahndepot? Ein Bahndepot. Das brauchen wir dann da nicht. Und wo ist jetzt hier ein Bahndepot? Das ist eins, oder? Fahrzeug kaufen. Passagiere, ja, das ist schon hier der beste Bus, den wir mittlerweile haben, ne? Der E-Citaro kann 17, der kann 26, obwohl der hier wahrscheinlich. Ah, nee. Lass uns den mal machen. Kauf den mal. Eine neue Linie. Und dann gehen wir nach Winnen. Station hinzufügen. Machen wir diese Straße nach Kleester. Dann fährt er dahin, dorthin. Fährt er dahin. Da, da, dort. Dann kommt er hier an, fährt da, da, dort an. Ja, lassen wir so. Und dann kommt er hier hin. Da, da, dort. Ich habe nur einseitige Bushaltestellen genommen, ne? Ja.
Egal. Und dann fährt er wieder nach Winnen. Da kann er auch überall entfahren. Und toll, der hat nicht eine Haltestelle hinzugefügt. Hätte ja gut geklappt. Okay, dann machen wir das nochmal. Dann machen wir das halt nochmal. Eigentlich müssen wir das jetzt wieder rückwärts machen, ne? Dann fährt die auch innerorts was an. Machen wir mal so. Und dann hier wieder hin. Hier gibt es ja wahrscheinlich einen internen Bus. Und dann ist die Linie schon mal erledigt. Also müssen wir nur den Bus finden, der aus irgendeinem Depot kommt. Welches hier irgendwo ist. Oh, wir haben eine Pause drin. Dann lass das doch mal fahren. Das ist der Bus. Und jetzt müssten wir eigentlich gucken, dass wir den mal schneller fahren lassen. Und wenn der ein Stück voran ist, dann müssen wir das Fahrzeug schon eigentlich klonen, ne? So, lass den mal ein ganzes Stück fahren, bis er vielleicht hier irgendwo ist. Und dann klonen wir das. 50 Millionen haben wir an Geld, okay. Jetzt da um eine Kurve, genau. Cospoda wächst schon, das ist das, wo wir Schiffslinie über den See gemacht haben, ne? Ja, wenn er da gleich durch den Wald fährt, dann ist alles gut. Dann machen wir einen Klon. So. Jetzt fährt er durch den Wald. Jetzt klonen wir den. Nee. Klonen wollte ich das. So. So, jetzt fährt der nächste da lang. Jetzt ist nur die Frage, wie viele Fahrzeuge setzen wir da drauf, ne? Also zwei werden nicht reichen, ist ja eine lange Linie, ne? Also eigentlich müssten wir jetzt mal gucken. War das denn hier wirklich zu Ende? Ja, ne? Na, hier ist jetzt. Ist da schon das Schiff da? Ne, ne? Also Fahrt. Gäste sind schon reichlich da, ne? Da stehen 29 und hier steht keiner, oder? Ist doch, da stehen 13, sah man nur gerade nicht. Und wo ist das Schiff dafür? Die fahren alle in die falsche Richtung sozusagen. Ich glaube 45 war das, ne? Ja, da ist es. Okay, das hat noch einen guten Weg vor sich. So. Wo ist er jetzt? Ah, er ist gerade durch die Kurve. Ne, der ist schon. Ne, doch nicht. Oder? Doch, der ist schon durch den Wald, wo wir gesagt haben, ne? Dann klonen wir den nochmal. Okay. Dann haben wir da drei auf jeden Fall drauf. So, Schiff ist geklärt. Hatten wir gerade geguckt. Okay, hier werden es jetzt gerade richtig viele. Da sind schon 43. 100 gehen, glaube ich, auf das Schiff, ne? Oder wie viel waren das? Und wir stehen hier. Da stehen aber nur zwei mehr erkennen. Obwohl, da ist einer schon weniger, glaube ich. Da waren eben 19, oder? Vertue ich mich da. Ja, 100 waren das. Okay, fährt aber erstmal noch. Ja. Hier ist schon eine Linie dahin. Was produzieren die denn da? Oder was holt der da? Ach, Stahl, okay. Der hat den da hingebracht. Und die fertigen Pakete. Aber die nimmt noch keiner mit, ne? Dann müsste man dann die Pakete mal mitnehmen. Aber wir haben dieses andere Zeichen noch gar nicht geholt, oder?
Lieferanten. Kittelers Mühle. Wo ist die? Okay, die machen aus Öl Kunststoff. Wenn das so ist. Soll das Kunststoff darstellen? Ich denke schon, naja. Kittemers Mühle. Chemiefabrik. Die kriegen aus Pellingen, Bozen oder Schemmerhofen. Okay, da Schemmerhofen haben wir gerade die Buslinien gemacht. Bozen. Pellingen. Bozen könnte hier das nächste sein, ne? Ja, ist es da. Da müsste man das Öl dann darüber bringen. Von da nach da. Kommen wir denn da überhaupt hin? Da hinten ist eine Brücke. Aber ich glaube, es gibt dann keinen Weg hierher, ne, oder? Mach den mal gerade klonen. Hier gibt es zwar eine Brücke, aber ich glaube, es gibt keine Verbindung von da nach da, ne? Hier gibt es keine Verbindung rüber. Also gibt es schon, aber ganz, ganz langer Weg, ne? Das würde ja bedeuten, dass wir, wenn wir den anschließen, dann müsste man hier einen Hafen machen. Und dann mit dem Hafen wieder weiterarbeiten, oder? Aber Öl müsste dahin. Das war von hier, glaub, ne? Bozen Ölraffinerie. Der Hafen wäre. Ja, hier ist zwar ein Hafen, aber das ist ein Personenhafen, kein Güterhafen. Wäre viel zu bauen, ne? Wäre viel zu bauen. Der Hafen wäre hierhin zu machen, Straße bis hierhin, dann umladen auf Schiff und darüber fahren. Und dann hier wieder mit Auto dahin. Und von da aus käme man natürlich hier hingefahren, ne? Genauso wie dahin gefahren auch gehen würde. Ist aber die Frage, ob wir das so machen wollen. Okay, hier sind zwei Linien übereinander. Dören mit dem Zug anschließen wäre natürlich auch eine schöne Geschichte. Hier so lang, ne? Nach Leitzkau. Und dann hier dran vorbei an dem Hafen. Dann müsste man nur dies mit dem Auto da einfahren. Das wäre vielleicht eine Idee. Und den Zug dann hier von Leitzkau nach Dören machen. Das wäre eine Option, oder? 54 Millionen haben wir. Wäre eine Option zu machen, ne? Hier ist zwar keine Zuglinie, die da jetzt anschließen würde, aber könnt ihr hier so rumfahren, ne? Ist der auch verbunden mit dem? Kann man das irgendwo sehen? Nee, ne? Ist der hiermit verbunden oder nicht? Ich glaube, es ändert sich ja die Farbe. Dann sind die beiden auch untereinander verbunden, glaube ich. Dann sollte das eigentlich auch funktionieren, oder? Ja. Das würde bedeuten, wir könnten hier, von hier aus eigentlich, aber das brauchen wir ja gar nicht mit dem Hafen dann, ne? Den Hafen brauchen wir dann gar nicht machen. Aber der Zug wäre ja dann noch interessant, um alles hier umzuschlagen. Die Felder gehören zu dem da, ne? Zu der Getreidefarm. Schmeiß da noch mal einen drauf. Könnte damit LKW da anliefern. Und hier könnte man dann, ja, mit dem Zug langfahren. Hier vorbei nach Dören. In Dören könnte man dann aussteigen lassen, hier am Hafen, wieder einen Umschlagshafen machen sozusagen, also einen kompletten mit Bus und Bahn.
Gebäude. Kopfbahnhof brauchen wir. Aber einen Güterkopfbahnhof wollte ich dann da erstmal hinstellen. Den würde ich dann hier so machen wollen. Aber den würde ich dann schon tatsächlich, weiß ich nicht, Bofzen auch noch mitnehmen. Hier lang und da lang. Haben wir Booten. Hier kannst du auch mit Schiffe liefern, ne? Das ist einfacher Fahrweg eigentlich, ne? Und die hier können bis dahin, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da müssen wir nochmal überlegen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Also hier sind schon 26 drin. Die Linie wird definitiv ja wohl schon mal gut angenommen, oder? 82 von 130. Ich glaube, da können wir gleich den nächsten nochmal hier losschicken, ne? Klonen den mal nochmal. Alles klar, bis dann. Ciao.